Ich grüße Sie, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD Live Trading TV am Morgen 10.45 Uhr des 17. April. Die Invest startet und wir sind hier vor Ort. Also, wie gesagt, hier bei uns in den heimischen Gefilden vor Ort. Der ein oder andere wird vielleicht auf der Invest dann auch aufschlagen. Ich erwähnte ja bereits im Stream oder auch per E-Mail über die MetaTrader 4 ging es ja bereits rum, dass hier ein Event stattfindet am morgigen Tag und zwar zwei Bühnenvorträge von Thomas Hermann und meinerseits am Nachmittag auf der Invest eben des morgigen Tages. Das wollte ich an dieser Stelle nochmal erwähnt haben. Und wir wollen uns jetzt aber dem Markt widmen, nämlich hier speziell dem DAX. Der, ja, Sie sehen es, letztlich gestern gehörig mit Xetra Schluss von 1,9% im Minus hier deutlich federn lassen musste. Die möglichen Auffangzonen, wir gehen direkt mal in den Stundenchart, konnten hier überhaupt nicht helfen. Der Markt wurde sozusagen ausverkauft und die technische Lage hat sich dadurch jetzt durchaus eingetrübt. Das muss man sagen. Wenn wir heute keinen Reversal schaffen und der informierte Zuschauer von Ihnen weiß, was der Freitag bereithält, statistisch nämlich hier während der vergangenen 52 Handelswochen und wir sind ja in einem bullischen Turnus, dennoch der Freitag statistisch ein schwacher Tag. Wir sind zwar hier von Werten von unter 40%, und die hatten wir eben unlängst in der Vergangenheit, wieder ein Stück weit angestiegen, aber 40% sind eben doch noch negativ und der Freitag insofern hier unter keinem günstigen Licht. Nach den gestrigen Abgaben, wie gesagt, auch heute hier RC und Verhalten. Wir haben Schwäche zum Auftakt gesehen, starker Rücklauf, dann wieder ein Reversal, auch in einer Art bullischen Golfing-Formation nach Candlestick-Manier, aber es ist hier scheinbar jetzt ein wenig der Deckel drauf. Wir haben hier einen kurzfristigen Widerstand bei 12.025 Punkten, da hätte der DAX sich ja auch gestern stabilisieren sollen, tat er nicht. Wir haben jetzt hier vielmehr eben den Abwärtsimpuls forciert. Einzig der Touch dieser Trendlinie, und die haben wir schon seit relativ langer Zeit im Chartverlauf drin, mit dem Tief von heute Morgen, erlaubte hier zumindest eben den temporären Spielraum. Die bullische Flagge nehmen wir mal direkt raus, die hat sich erledigt. Es darf gesagt werden, unterhalb von 12.025 sind weitere Abwärtsrisiken zu präferieren. Die nächsten Niveaus lassen sich hier durchaus eine Etage tiefer feststellen. Und da kommt hier ganz klar die Marke von 11.800 ins Visier. Das heißt, wir haben tatsächlich vom aktuellen Preislevel ausgehend hier Rückschlagspotenzial in der Region von 11.800 Punkten. Danach sieht es heute tatsächlich aus. Einzig ein bullischer US-Markt und die Amerikaner sind mehr oder weniger noch immer in Lauerstellung. Hier ist noch nicht wirklich der Groschen gefallen, ob die Korrektur jetzt beginnt, beziehungsweise hier ja eine weitere zähere, schwächere Handelsphase. Aber faktisch ist es eben, wir haben auf Sicht des deutschen Marktes den Pivot Point gestern ja schon unterschritten, den Wochenpivotpunkt, das S1-Level auch unterschritten, sind jetzt unterhalb eines markanten Widerstandsbereichs und technisch würde jetzt hier durchaus auch Luft noch bis 11.800 bleiben. Wenn die Amerikaner also heute nicht bullisch in den Tag reinkommen und hier mehr oder weniger jetzt eben nicht ihre Stärke ausspielen und die Signale sind gar nicht mal so schlecht bei den Amerikanern, dass es sich hier durchaus nochmal um einen Aufwärtsschub handeln könnte, dann sieht es aber so aus, dass der DAX eben hier die Tendenzen hat, dass er eben doch nach unten wegdreht und hier speziell eben unterhalb von 12.000, 12.025 Punkten sehe ich die Risiken als erhöht an. Schauen wir uns das auch mal im Tagesschart an. Was hat es damit auf sich? Natürlich hat sich das Bild auch deswegen eingetrübt, weil wir hier diese Aufwärtstrendlinie seit Anfang März, Ende Februar unterschritten haben. Und das ist genau das Gleiche, wo ich die Pfeile jetzt hier rausnehme. Wenn der Markt nicht heute ein Reversal startet, dann müssen wir hier dieses Szenario blau aktivieren im Sinne dessen, dass jetzt hier erstmal von der bullischen Bewegung Abstand genommen werden muss und vielmehr hier die Bären siegen könnten. Muss man leider sagen, die Woche war schlecht. Wir hatten hier mögliche Chancen, uns zu stabilisieren. Das tat der DAX nicht. Und trotz der eigentlich bullischen Saisonalität, die ich ja auch bis gestern und auch die Tage zuvor immer zeigte, macht der DAX hier doch ein Stück weit einen enttäuschenden Eindruck. Also es ist definitiv zu ja, vernehmen, dass der DAX mehr oder weniger so ein bisschen die Luft rausgenommen hat bekommen oder die Luft rausgenommen wurde. Und ich zeige Ihnen auch nochmal die Saisonalität, die zeigt und weist eigentlich auf steigende Preise. Insofern, wenn es denn wirklich so sein sollte, dass wir hier noch einen schönen April-Ausklang sehen wollen, dann muss der DAX hier eben das Niveau von 12.025 überwinden. Und wir sehen auch hier, dass es 1-Level, Schrägstrich Support-Level 1, also um hier bullische Ambitionen zu wecken, müssen wir hier über 12.025, 12.045 ansteigen. Dann
wäre hier das graue Szenario wieder zu präferieren, auch im Sinne der Verteidigung der Trendlinie, die wir aktuell gerade durchbrechen. Wir sind oder unterschritten haben mit dem gestrigen Close. Wir haben ja auch den EMA 20 hier diese rote Linie unterschritten per Close. Das ist auch schon seit Wochen nicht mehr passiert. Also es sind schon leichte Warnsignale zu sehen, die wir jetzt ernst nehmen müssen. Und insofern ist es jetzt tatsächlich so, dass das eigentlich bullische Bild, was ich hier auch wirklich noch bis zum Wochenbeginn manifestierte. Es handelte sich hier lediglich um eine leichte Konsolidierung hier bis zum Wochenpivotpunkt. Aber gestern war im Prinzip die Schaltstelle hier erreicht und der DAX hätte hier in diesem markanten Unterstützungsbereich nach oben drehen müssen. Ja, spätestens eben dann hier an dieser Trendlinie, das tat er nicht. Jetzt sind wir genau hier in diesen Zonen und 11.800 ist praktisch hier auf den Stundenchart bezogen die nächste Unterstützung, die wir hier sehen können. Die ziehe ich auch direkt hier nochmal ein. Ein Stück weit vorher haben wir hier auf Tagesbasis die Kerzen, die sich hier dann praktisch auch als Unterstützung darbieten per Daily Close, eben hier 11.870 etwa. Aber rein signifikant sind auch Niveaus von 11.800 möglich. Ziehen wir den Pfeil mal ein Stück weiter runter. So wäre das jetzt zu präferieren. Ob es hier, das will ich vielleicht ein Stück weit relativieren, zu einer signifikanten Unterschreitung von 11.800 Punkten kommt, das bleibt erstmal abzuwarten. Aber faktisch ist, wenn wir dieses Level per Daily Close aufgeben, dann kann es hier doch nochmal zu einem Rücklauf kommen. Und da gehe ich hier in die Zone 11.400 gern zurück, mache das jetzt hier blau gestrichelt, weil das wäre definitiv ein Alternativplan, falls wir weiter zurücksetzen sollten. Und da sehen Sie hier diesen grünen Pfeil, woher kommt der? Von diesem großen, breiten Aufwärtstrendkanal. Ja? Das sind vielleicht jetzt hier die Rücksetzer, die man sich wünscht, um wieder in den Bullenmarkt einzusteigen. Denn generell ist, und da will ich Ihnen auch gerne die Saisonalität nochmal über die nächsten 20 Tage hinaus zeigen. Wir nehmen einfach mal die nächsten 90 Tage, also gehen jetzt mal hier mit einem großen saisonalen Schritt nach vorne. Da zeigt sich eindeutig, dass wir hier durchaus noch weiteres Potenzial bis in die Sommermonate haben, wenn der DAX sich eben jetzt hier dann tatsächlich nach einer leichten Konsolidierung fängt. Das heißt, wir haben hier Rückenwind bis zu den Sommermonaten, das ist keine Frage. Also insofern, wenn die Konsolidierung läuft, hier bis Ende April vielleicht, Anfang Mai und dann könnten die Bullen hier idealerweise wieder zurückkommen. Das wäre hier ein Strong Buying Level zwischen 11.350 und 11.400 Punkten. Wenn der DAX wirklich so tief zurücksetzt, dann hätte man hier sehr, sehr schöne Chancen, den Markt sozusagen einzusammeln. Das gilt es zu beachten, liebe Zuschauer. Und damit wäre ich auch schon heute durch mit dem DAX, mit der DAX-Beschau. Warten wir mal ab, was heute noch passiert. Wie gesagt, die Tendenzen unterhalb von 12.000, 12.025 sind hier eher bärisch. Würde mich nicht überraschen, wenn wir hier weitere neue Tiefs sehen. Und hier 11.870, 11.800 scheinen in diesem Kontext möglich. Lassen Sie mich kurz noch den Pfeil einzeichnen. Und dann haben wir es im Prinzip für heute auch schon geschafft. Nach oben, wie gesagt, den Alternativplan habe ich Ihnen auch genannt. Wäre für alle Bullen sicherlich eine schöne Geschichte, wenn wir hier nicht so stark zurückkommen. Aber man muss sich hier anpassen und die Lage hat sich definitiv jetzt ein Stück weit eingetrübt. Das muss man so feststellen. Gut, liebe Zuschauer, das soll es aber dann gewesen sein. Nachher schalten wir uns nochmal ein in die US-Märkte oder zur Mittagszeit zu dem einen oder anderen Aktientitel, der sich vielleicht auch mit interessanten Chancen darstellt. Gestern hatten wir auch den Münchner Rück im JFD-Stream. Warten wir ab, Sie kriegen eine Meldung in den Stream oder dann inklusive per E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie sich dafür aktiviert haben. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten und bis später, Ihr Christian Kämmerer.